Heute arbeiten wir weiter am Thema Kleidung. Welche Kleidung magst du? Unsere Pläne für heute. Heute üben wir die Wörter zum Thema die Kleidung. Dann üben wir den bestimmten Artikel und unbestimmten Artikel im Akkusativ. Rate einen oder eine. Das machen wir heute. Zuerst wiederholen wir die Wörter zum Thema die Kleidung. Wie heißt der Plural? Ein Rock, zwei, eine Bluse, zwei, eine Hose, zwei, ein T-Shirt, zwei. Und ein Mantel, zwei. Und jetzt vergleichen wir unsere Antworten. Ein Rock, zwei Röcke. Richtig. O-Umlaut und Endung R. Eine Bluse, zwei Blusen. Das Wort bekommt Endung N. Eine Hose, zwei Hosen. Wieder eine Endung N. Ein T-Shirt, zwei T-Shirts. Endung S. Ein Mantel, zwei Mäntel. Und A-Umlaut bekommt dieses Wort. Gut gemacht. Super. Naja. Jetzt ist die Zeit, Wortschatz zu wiederholen. Und uns hilft die Hausaufgabe der vorigen Stunde. Hast du diese Hausaufgabe gemacht? Jetzt prüfen wir. 1. Bluse. 2. Hemd. 3. Es war aber schwer, ja? Windjacke. 4. Kleid. 5. Pullover. 6. Mantel. 7. Schal. 8. Jeans. 9. Sportschuhe. 10. Mütze. 11. Rock. 12. Anorak. Okay, und was für ein Lösungswort? Sehr interessant. Ich habe Kleidungsstücke. Und was für ein Lösungswort hast du? Ich hoffe, dass auch Kleidungsstücke. Okay, toll gemacht. Grammatik ist nicht schwer. Jetzt sprechen wir zum Thema Akkusativ. Subjekt steht im Nominativ und man antwortet auf die Frage wer. Objekt steht im Akkusativ und antwortet auf die Frage was. Wer? Der Junge, das Mädchen, die Frau, die Kinder. Und was macht der Junge? Der Junge trägt den einen Pullover. Das Mädchen trägt das ein Kleid. Die Frau trägt die eine Bluse. Die Kinder tragen die Jeans. Also, der wird den einen. Das wird das ein. Die bleibt auch die und eine. Und im Plural, die bleibt die. Weißt du, Übung macht den Meister. Das prüfen wir jetzt. Die Aufgabe: Ergänze einen. Eine oder ein. Der wird einen. Die wird eine. Das wird ein. Eins. Ich trage Hose. Zwei. Er trägt T-Shirt. Drei. Anna trägt Schal. Vier. Mein Freund
trägt Anorak. 5. Trägst du Mantel? 6. Der Opa von Markus trägt Hemd. Ist alles richtig? Jetzt prüfen wir. Aber zuerst, wer wird denn einen? Das bleibt das ein. Die bleibt die eine. Die Plural bleibt die. Und jetzt prüfen wir diese Aufgabe. Ich trage eine Hose. Richtig, die Hose, eine Hose. Er trägt ein T-Shirt. Auch nicht schlecht. Das T-Shirt. Ein T-Shirt. Anna trägt einen Schal. Super. Richtig. Der Schal. Deswegen einen Schal in Akkusativ. Mein Freund trägt einen Anorak. Richtig. Der Anorak. Einen Anorak in Akkusativ. Trägst du einen Mantel? Auch wieder der Mantel, in Akkusativ einen Mantel. Der Opa von Markus trägt ein Hemd. Hier ist auch richtig, das Hemd, deswegen ein Hemd in Akkusativ. Wunderbar, du hast sehr gut gemacht. In dieser Aufgabe bilden wir Sätze wie im Beispiel. Natürlich gibt es mehrere Lösungen. Zum Beispiel, in der Schule trage ich eine Bluse und einen Rock. Was habe ich in der Tabelle? In der Schule, in der Disco, zu Hause. An der zweiten Position steht das Verb trage, trägst, trägt oder tragen. Dann kommt Subjekt. Wir, er, Anna, ich, meine Freunde. Und sei aufmerksam. Was wählst du? Ein, einen, eine oder die? Und das Wort Pullover, Sweatshirt, Jeans, Bluse, Hose, T-Shirt, Hemd, Rock, T-Shirt. Wenn du Zeit brauchst, dann stelle bitte auf die Pause. Dann kannst du wieder anschauen. Diese Schülerin hat auch diese Aufgabe gemacht und sie schreibt: Hallo, ich heiße Mia. In der Schule trage ich einen Rock und eine Bluse. In der Disco trage ich die Jeans und ein T-Shirt. Und zu Hause trage ich ein Sweatshirt und die Jeans. Meine Freunde tragen gern Jeans und T-Shirts. Hast du auch sowas geschrieben? Dann toll! Die Lehrerin sagt, und was trägt deine Freundin oder dein Freund? Frag sie oder ihn. Das ist deine Hausaufgabe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß bei der Hausaufgabe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.